lieber Wassermann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im April 2021 bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. Außerdem findest du unten auch meine Social Media Accounts auf Facebook und Instagram aufgeführt, ja? In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Also, gehen wir zur Legung über, Wassermann. Ich sehe vor meinem geistigen Auge einen Wassermann. Da steht ein Mann vor mir, der komplett aus Wasser besteht. Das sieht man, wo war das bei TLC, Waterfalls? Beim Musikclip für Waterfalls von TLC sieht man diese drei Sängerinnen so als Menschen aus Wasser, im Wasser tanzen. So etwa in dieser Form sehe ich einen Mann. Ich habe vor allem weibliche Zuschauerinnen und es scheint mir, wie wenn die Damen im April mit einem Herren zu tun haben werden, beziehungsweise mit einem Menschen mit männlicher Energie zu tun haben werden, der sehr emotional ist. Ja, ich habe das Gefühl, dass dieser Wassermensch da, den ich vor mir stehen habe, dass der platzen wird, sobald ich den anfasse. Ja, also die männliche Energie, die um Wassermann herumschwirrt, beziehungsweise um die weibliche Energie herumschwirrt, ist sehr emotional und die Emotionen dürfen nicht berührt werden. Sonst zerplatzt dieser Mensch. Es fällt dann zusammen. Ja, eben, ich habe vor allem weibliche Zuschauerinnen, ihr müsst die Rollen selber zuteilen. Ja, ich kann hier nicht immer Mathe machen. Entweder hast du es mit einem Wassermann-Mann zu tun oder mit einem Menschen, der sich als Mann bezeichnet oder als männliche Energie bezeichnet, ja, der Wassermann ist, oder du bist selbst eine Wassermannfrau und hast es mit einem männlichen, keine Ahnung, Stier, Jungfrau, was auch immer zu tun, ja, und dann ist diese männliche Energie eben diese Wasserenergie, ja, gucken wir doch mal. Ach, der Stäbe habe ich hier. Die Damen wollen reden. Die Damen wollen reden, die weiblichen Energien wollen reden, die weiblichen Energien wollen Transparenz, wollen Vorwärtsbewegung. Und was passiert, wenn solche Stäbe in einen Wassermenschen reinfliegen? Was passiert dann? Dieser Mensch fällt zusammen. Der Hierophant. Die weiblichen Energien wollen hier endlich mal, dass das Ganze einen Rahmen bekommt, dass das Ganze eine Festigung bekommt, dass beide ein Versprechen abgeben. Die weiblichen Energien wollen hier nicht mehr weiterhin einfach nur glauben, sondern wirklich Handfestes in der Hand haben. Okay, weil der Hierophant erscheint mir hier ein bisschen, wie wenn er hier so schwört. Hey Leute, Gott gibt es wirklich, ja? Es kommt mir vor, wenn diese zwei Mönche hier kommen, um zu fragen, hey, jetzt hast du uns die ganze Zeit von Gott erzählt und gemacht und getan und haben wir diese Kirche gebaut und alles, ja? Und gibt es Gott wirklich? Und der sagt, doch, doch, ich schwöre, es gibt den. Ja? Und die Damen hier fragen, gibt es unsere Liebe wirklich? Ist da Liebe zwischen uns? Beweise mir die Existenz hier, ja? Beweise mir, dass hier Liebe herrscht zwischen uns beiden, sagen die weiblichen Energien. Ritter der Kelche. Das sind die Damen, das sind die weiblichen Energien. Die weiblichen Energien wollen zuerst einen Beweis für die Liebe der Gegenseite, bevor sie hier über den Fluss gehen. Ja?
Die weiblichen Energien wollen hier einen Beweis haben, wollen hier endlich Vorwärtsbewegung, wollen hier, dass Transparenz herrscht, damit sie sich endlich öffnen können der Gegenseite. Ja, ja, ist wieder rein. 10 der Kelche. Was war denn? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Also ich habe hier 10 der Kelche liegen. Beide Seiten wollen 10 der Kelche miteinander. Beide Seiten sind gegenüber dem anderen sehr wässrig. Beide Seiten sind gegenüber dem anderen, treten gegenüber dem anderen mit sehr viel Liebe auf. Aber die Damen, die weiblichen Energien, sind vorsichtig und wollen zuerst, dass die männliche Seite ausspricht, dass er auch diese 10 der Kelche haben möchte, bevor, umgekehrt, bevor sie hier vorwärts gehen. Schau, Ast der Stäbe umgekehrt. Ich mache hier nicht vorwärts, ich starte hier nichts, solange ich hier keine Transparenz habe. Ja, oder das ist so diese Energie, die ich hier aufgenommen hatte. Person A liebt Person B liebt Person A, ja, aber irgendwie ist da Stillstand. Es geht hier nicht vorwärts. Die weiblichen Energien beharren darauf, dass die männliche Energie den ersten Schritt machen sollte. Ist wieder rein. Königin der Kelche. Und das ist die männliche Energie. Eine Königin, ja, aber das ist die männliche Energie. Die Königin der Kelche ist die einzige, die einen verschlossenen Kelch hält. Das ist die, die nicht über ihre Gefühle redet. Ja? Die weiblichen hier treten hier als Mann auf, die männlichen treten als das hier auf, als Königin. Eure Energien sind vertauscht. Die Damen verhalten sich hier, also nicht die Damen, sondern die unter euch, die sich als weiblich definieren, ihr verhält euch wie Jäger. Ja? Der Ritter der Kelche ist jemand, der aktiv ist, ja, auch wenn er hier so stehen geblieben ist, der ist aktiv. Und die in dieser Konstellation, die sich als Mann oder männlich definieren, die befinden sich in dieser passiven weiblichen Position. Und die Königin der Kelche ist übrigens die, die niemals einen Schritt macht. Die ist empfänglich. Die ist empfänglich und aber das stellt hier ein Mann dar. Ja? Und die Damen sind, die jagen, aber jagen doch nicht. Ja? Gehen doch nicht über diesen Fluss. Die sind hier, ja, vorwärts gerichtet, wollen hier endlich Klarheit haben, wollen hier zu 10 der Kelche gehen, sind auch hier mit einem offenen Kelch unterwegs, aber Rückzug. Warum? Weil sie hier in der Vergangenheit schon Verletzungen gehabt haben, ja, bei Fällen, wo sie den ersten Schritt gemacht haben, sind sie dieses Mal vorsichtiger und wollen, dass der Mann den ersten Schritt macht. Ja, und ich meine, ich muss hier jetzt gar kein Statement abgeben, die Geschichte beweist es. Ja, schaut euch die Menschheitsgeschichte an. Schaut euch die Menschheitsgeschichte an. Liebe Männer, Strom in die Hosen. Ihr müsst jagen hier. Nee, 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 nee. Nix da mit irgendwie, viele Männer sagen da ja eben, Feminismus hat dafür gesorgt, dass die Männlichkeit unterdrückt wird und dass jetzt eher Frauen jagen und machen und tun. Schätzel, seit wann bist du hier auf der Welt? Seit wann bist du auf der Welt? Sagen wir mal, du bist 100 Jahre alt und schaust dir hier Legungen an. Wenn du seit 100 Jahren auf der Welt bist und in 100 Jahren erlebt hast, dass der Jagdtrieb der Männer unterdrückt werden, ja, und deswegen jetzt hier so passiv sitzt und sagst, ich will gejagt werden, ja, ich kann nicht mehr jagen, ich will gejagt werden. Ja, dann überleg dir mal, seit wann es die Menschheit gibt. Ja, der Jagdinstinkt der Männer ist, beziehungsweise der Menschen, die sich als Mann definieren, ist viel, viel, viel älter, als du denken kannst. Ja. Das ist wie, es wird jetzt ein bisschen politisch, aber Menschen wundern sich darüber, dass die Türkei islamisiert wird, ja? Und dann muss ich sagen, das Land wird nicht verändert, das Land geht zu seinen Wurzeln zurück.
zum Beispiel. Oder? Weil die Menschen sind seit maximal 100 Jahren auf der Welt und seit ungefähr maximal 100 Jahren ist die Türkei eine laizistische Republik, ja? Und dann denkt man, okay, Türkei ist laizistisch. Ist es nicht. Es war vorher 1000 Jahre lang muslimisch, Osmanisches Reich, ja? Scharia. Und genau so verhält es sich auch hier. Das ist einfach eine Message an die Herren hier, die sich hier in der Passivrolle befinden, weil sie finden, ja, heutzutage sollte die Frau jagen. Mit diesem heutzutage ist eine Lebenszeit gemeint. Grundsätzlich sollten die Männer jagen. Das ist nicht eine Meinung, die ich habe, sondern das ist Geschichte, das ist Biologie, das sind Chemikalien im Kopf, Hormone. Ja, Chromosomen und solches Zeug. Das, ne? Kommen wir zurück zum Thema. Eine Engelskarte bitte für Wassermann im April 2021. Dies könnte der Richtige, die Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Ja? Und man sieht da auch, es wird hier der Mann sein, der die Dame da hofiert. Ja, und nicht die Dame, die den Mann hofiert. Okay. Dies könnte der Richtige, die Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Wie gesagt, das sieht gut aus, das fühlt sich gut an. Nur irgendwie sind hier die Rollen vertauscht. Ja, der Jäger jagt, aber jagt doch nicht. Und der, der jagen sollte, der jagt nicht. Und, und. Okay, wir werden jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was es hier gibt, was die männliche vor der weiblichen, was die weibliche vor der männlichen Seite versteckt. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye-bye.